Im Irakkrieg gaben alle beteiligten Parteien vor, im allerhöchsten Auftrag zu handeln. Die einen sind die Kreuzritter gegen die Achse des Bösen. Sie können keinen Fehler begehen, da sie seit 2000 Jahren Gott geleitet sind. Die anderen behaupten sich, im Dschihad gegen die Ungläubigen zu befinden. Diese Menschen wurden aufgestachelt von Brandstiftern, die schon lange von Hass zerfressen, den Sinn für jegliche Realität verloren haben und ihre Glaubensanhänger in Tod und Verderben schicken. Alle beten zu ihrem Gott. Wenn wir jedoch ein modernes Gottesbild zugrunde legen, das davon ausgeht, dass Gott in allem ist und somit auch der Mensch Gott in Aktion ist, bekommen die Bilder von betenden Soldaten und Politikern einen ganz anderen Bezug.